Kapitel 15. Die 8 Elementare. Also machten wir uns im Osten des Waldes auf die Suche. In der Hoffnung, ohne größere Schwierigkeiten den Windelementar finden zu können. Wenn die Behauptungen des Rudelanführers stimmten, dann hätten wir den größten Teil des Waldes frei zur Suche, was definitiv ein Vorteil wäre. Ein Kampf gegen diese anderen Wölfe wäre nichts als Zeit- und Energieverschwendung. Je weniger sie uns bemerkten, desto besser. Im Prinzip unterschied diesen Wald nichts von den anderen, die wir bereits auf dieser Reise gesehen hatten, abgesehen davon, dass es am Boden düsterer wirkte als in anderen Wäldern. Und wenn man nach oben blickte, sah man noch, dass dieser Wald rein aus Nadelbäumen bestand, was unsere Suche exakt gar nicht beeinflusste. Dementsprechend war es ein Unterschied, den wir einfach ignorierten. Ansonsten war es einfach wie immer ein Labyrinth aus Bäumen, in welchem man schnell die Orientierung verlieren konnte. Wenn man keine fliegenden Tiere dabei hätte, die über den Baumkronen Ausschau hielten. Allerdings hatten wir davon sogar zwei, weshalb wir uns darum keine wirklichen Sorgen machen mussten. Zumindest wussten wir durch sie immer, in welcher Richtung wir unterwegs waren und wo der Wald für den Notfall endete. Wir reisten einige Stunden so durch den Wald, ohne wirkliche Spuren. Ich war mir bereits sehr sicher darüber, dass unser nächster Begleiter wohl ein sehr kleines Tier war, was der Grund dafür wäre, weshalb wir wirklich nirgends eine Spur fanden. Diese Theorie ließ sich allerdings auch recht schnell wieder fallen, als wir nämlich auf einen massiven, zerbrochenen Ast stießen. Dieses Ding hätte kein Leichtgewicht brechen können. Schon gar nicht mit Absicht. Und ich ging optimistisch davon aus, dass es in diesem Wald niemanden gab, der aus Langeweile Äste zerbrach. Hallo? Irgendjemand hier? Zwar wusste ich nicht gerade nach der Begegnung mit meinen weniger freundlichen Artgenossen, ob es wirklich so sinnvoll war, dass jemand derart Aufmerksamkeit auf uns zog, doch gleichzeitig wusste ich selber, dass es auch nicht mehr Sinn hätte, noch Stunden in dieser Gegend umherzuirren. Was mich jedoch tatsächlich verwunderte, war, dass wir eine Antwort bekamen. Allerdings von einer schon bekannten Stimme. Ja, aber niemand, der euch begegnen will. Für einen Moment erschrak ich. Sollte noch jemand wie Era der Gruppe beitreten? Es war das Letzte, was ich wollte, aber in dem Moment wurde mir klar, wer hinter dieser Stimme wirklich steckte. Auch wenn ich mich fragte, was der Wolfsanführer auf einmal hier machte. Was willst du hier? Du sagtest, im Osten könnten wir suchen, also. Lass uns in Frieden. Ich wollte sicher gehen, dass ihr dem Wald nicht schadet. Nun, jetzt, wo wir uns hier begegnen, kann ich es wohl erläutern. In diesem Wald lebt irgendetwas, das der Natur ständig schadet. Ich habe vermutet, dass ihr dahinter steckt, aber dass ihr selber jetzt erst hier auftaucht. Dann hat sich doch alles geklärt. Vermutlich handelt es sich bei deinem Gesuchten ohnehin um den Windelementar, den wir finden wollen. Wenn er uns begleitet, dann verschwindet er aus dem Wald und ihr habt eure Ruhe. Ihr erwartet, dass ich ihn einfach so ziehen lasse. Egal wer dieses Wesen ist, er gefährdet das gesamte Rudel seit Wochen. Ach, und was genau hat er getan? Erst vor wenigen Wochen, mitten in der Nacht. Ein glühender Wind ist durch den ganzen Wald geweht. Er hat Bäume umgerissen, Wölfe verletzt. Und es war Wind. Es ist definitiv seine Schuld. Die kleine Hoffnung, dass wir mit diesem Wolf vielleicht irgendwie doch auskommen könnten, war bereits wieder fort. Dann hast du Unrecht. Das, wovon du redest, war ein Sonnensturm. Er war überall auf der Welt, entstanden dadurch, dass die Sonne stirbt. Die Sonne sterben? Ihr glaubt an Märchen. So etwas kann gar nicht geschehen. Und wenn dieser sogenannte Sonnensturm wirklich von der Sonne stammen würde, dann wäre der Wald vollends niedergebrannt. Ein Märchen? Du redest mit einem Sonnengott. Denkst du wirklich nicht, ich wüsste, was mit diesem Himmelskörper geschieht? Sonnengott? Ich dachte, Rondo wäre das exakte Gegenteil, aber vermutlich wollte er nur den Anführer überzeugen. Also geh wieder zu deinem Rudel und lass uns unsere Arbeit verrichten. Klar? Ihr wartet wirklich, dass ich euch einfach mit diesem Etwas gehen lasse? Ich glaube euch kein Wort.
Und ihr seid immer noch im Territorium meines Rudels, als habt ihr mir zu gehorchen. Und wie willst du uns zwingen, verdammt nochmal? Wir können im Kampf dein ganzes Rudel ohne Probleme bezwingen. Willst du uns alleine bekämpfen? Denn wir werden uns von dir nicht umstimmen lassen. Offensichtlich war der Anführer sehr zwiegespalten. Womit nehmt ihr euch das Recht heraus, in meinem Territorium so mit mir zu sprechen? Und euch mir zu widersetzen? Denkt ihr, ihr werdet so wichtig? Unsere Mission ist wichtiger als die Existenz deines gesamten Rudels. Und deine Sturheit wird dir noch schaden, wenn du nicht bald nachgibst. Du hast 30 Sekunden, um zu verschwinden. Diese letzte sehr eindeutige Aussage schien endlich genügend zu sein, um diesen Wolf zumindest für den Moment loszuwerden. Und unsere Suche ging weiter. Jedoch nur für rund 45 Minuten. Denn nach dieser Art Zeit erklangen nicht weit von uns Geräusche. Sie klangen wie lautes Rufen, ein Streit, der entfacht war. Und warum glaubte ich nur bereits zu wissen, welcher Wolf dieses Mal wieder beteiligt wäre? Wir machten uns logischerweise direkt auf zur Quelle der Geräusche. Inmitten der Bäume ersperrten wir so bald ein Wesen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Es war so riesig, selbst Erra wirkte im Vergleich nicht mehr groß. Und natürlich der Wolfsanführer gegenüber. Woher nimmst du das Recht, meinem Rudel etwas anzutun? Erkläre dich! Ehrlich gesagt fragte ich mich wirklich, wie es dieser Sturkopf überhaupt wagen konnte, sich so einem Monstrum zu stellen. Jedoch, zu seinem Glück, wirkte der Riese alles andere als aggressiv. Ich weiß nicht, wovon du reden könntest, Junge. Du musst dich irren. Ich suche an diesem Ort nach Freunden. Alleine diese Aussage war genug, ohne dass Ronde noch etwas sagte. Dieses Monstrum war der Windelementar. Sie stecken also wirklich mit dir unter einer Decke. Weshalb lügt ihr alle mir ins Gesicht und erwartet, dass ich es nicht bemerken würde? An diesem Punkt war es auch wieder einmal Zeit, dass Rondo die Beherrschung völlig verlor. Sag mal, bist du taub oder vollkommen blöd, du dämliche Töle? Wann wirst du endlich verstehen, was du für eine Scheiße von dir gibst? Nun schien auch die Streitenden uns zu bemerken. Rondo, hier seid ihr alle. Ich habe schon gedacht, ich würde euch nicht mehr finden. Könnt ihr euch nicht endlich aus meinen Angelegenheiten raushalten? Nerviges Pack! Du bist derjenige, der sich in unsere Angelegenheiten einmischt. Und es reicht. Entweder verschwindest du sofort und trittst mir nie wieder vor die Augen. Oder ich muss überzeugender werden. Langsam erwartete ich schon, dass er wieder zu feige wäre oder vielleicht einfach klug und deswegen verschwinden würde. Aber tatsächlich schien er dieses Mal entschlossener. Jetzt, wo ich diesen Kerl gefunden habe, werde ich nicht einfach verschwinden. Ich hatte erwartet, dass Rondo zunächst einmal erst etwas weiter herumbrüllen würde, doch nein. Dieses Mal war es anders. Stattdessen wurde er plötzlich sehr ruhig. Nilon, Freunde, tretet ein paar Schritte zurück. Er wandte sich wieder an den Wolf. Du willst also wirklich nicht aufgeben. Du willst weiter ein Narr sein. Uns im Weg stehen. Ist es das, was du willst? Nun wirkte der Sturkopf wieder etwas unsicherer, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Wenn ihr meinem Rudel schaden wollt, dann ja. Anstatt nun zu brüllen, wurde Rondo nur noch ruhiger. Und ehrlich gesagt war dies viel furchteinflößender, als wenn er laut war. So ist das. Du willst deinen Rudel verteidigen. Willst nicht, dass wir ihnen schaden. Auf einmal erloschen die Farben in Rondos Adern. Aus dem bunten Schmetterling wurde eine schwarze Einheit. Niemand von uns hat vor, deinem Rudel etwas zu tun. Der Einzige, der behauptet, dass wir das würden, bist du. Der Einzige, der Lügen erzählt und andere verflucht.
der sein eigenes Wort über das andere stellt. Das bist du. Auf einmal strahlten die Adern in einem blutigen Rot. Und ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Du behandelst einen Demigott wie einen minderen Narren. Ich zeige dir, weshalb Menschen mich fürchten. Die Gegend rund um Rondo wirkte auf einmal verzerrt. Eigenartige Schallwellen durchquerten die Luft und endeten erst kurz vor mir. Mein Artgenosse stand jedoch inmitten ihres Einflussbereichs. Was soll das? Ist das Magie? Eine seltsame Art von Lichtstrahlen ging von Rondo aus. Gezielt mitten auf den Wolf. Wir alle realisierten zum ersten Mal, sahen wir nun wirklich die Macht, die Rondo wahrlich innewohnte. Die Macht, die aus einem äußerlich gar lächerlichen Insekt eine Bedrohung für die gesamte Menschheit gemacht hatte. Verwirrt versuchte sein Gegner sich zur Wehr zu setzen, jedoch ohne jegliche Chance. Er schien keine Ahnung zu haben, wo Rondo sich überhaupt befand. Du hast einen schwachen Geist. Nicht einmal die simpelsten Spiele mit dem Verstand überstehst du. Das Licht kehrte wieder, doch dieses Mal hinterließ es deutliche Brandspuren auf dem Fell des Feindes. Ein leises Winseln ertönte von ihm. Rondo, es reicht! Mira war die Erste, die tatsächlich einschritt. Was? Wieso? Dieser Narr will es nicht anders. Er hat seine Lektion gelernt, zumindest hoffe ich das für ihn. Und sein Rudel braucht ihn noch trotz allem. Sie sind nicht schuld an seiner Sturheit. Trotz seines Zorns schien auch Rondo die Wahrheit in Miras Worten zu erkennen und die seltsamen Wellen schwanden. Ohne irgendwelche Worte oder jegliches Zögern verschwand der Anführer sofort im Gebüsch. Hoffentlich hat er seine Lektion wirklich gelernt. Während Rondo sich noch aufregte, trat das große Tier bereits zu uns. Dann seid ihr also die Gruppe, welche Rondo versammelt hat. Es freut mich sehr. Ich bin der alte Elch Nilon, meines Zeichens Windelementar. Ich wollte bereits anfangen, unsere Gruppe vorzustellen, als eine seltsame Stimme zwischen den Bäumen mich unterbrach. Sind das etwa Fremde im dunklen Wald? Raschelndes Laub erklang überall. Auch Rondo wirkte wieder aufmerksam, auch wenn es schwer war, seine Miene zu lesen. Mangels Gesicht. Glaubt ihr alle denn wirklich, dass an so einem Ort die Schatten nicht sehen, was sie tut? Die Schatten, du musst nicht in der Mehrzahl reden. Zum Glück gibt es von deiner Sorte nur einen. Nach diesen Worten Rondos trat ein eigenartiges Wesen aus den Schatten. Eine Art Reptil, beinahe pechschwarz. Doch anders als Rondo hatte er zumindest ein Gesicht. Lass mir doch meinen Spaß, Rondo. Hast du denn ihre Gesichter nicht gesehen? Zu köstlich. Trotzdem brauchen wir keine Zeit zu verschwenden. Aber dass du hier bist, ist wirklich eine tolle Neuigkeit, Kumpel. Kumpel? Wieso redete Rondo so vertraut mit diesem Wesen? Also Team, ich habe wieder eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche zuerst? Gibt es dieses Mal wirklich eine schlechte? Nein, das hier ist Schatten. Bei dem langweiligen Namen hört man schon, er ist Schattenelementar. Der Witzbold sollte eigentlich im Felsenmeer ein paar Stunden entfernt warten, aber jetzt ist er hier. Und die Gruppe ist vollständig. Die eigenartige Hexe begann, mich seltsam zu äugen. Rubin, bin ich blöd oder bist du das? Kennen wir uns? Er hat keine Erinnerung an damals, Schatten. An damals? Hieß das? Du bist über 100 Jahre alt? Ja, was dagegen? Ich kannte Rondo schon damals gut. Und dich kannte ich auch, Rubin. Dich hier zu sehen ist überraschend, ich bin ehrlich. Zumindest konnten wir uns da wohl recht sicher sein, wenn Rondo dieses Tier persönlich kannte. Konnte er nicht allzu schlimm sein. Und auch Nilon wirkte zwar betagt, aber freundlich. Era blieb tatsächlich der einzig negative Zwischenfall, was Gruppenmitglieder anging.
Also, wo wir nun tatsächlich alle versammelt sind. Wir machen uns auf nach Irelius. Die Reise endet bald. Nutzt die Zeit, um einander kennenzulernen. Denn bald werdet ihr in die Geschichte eingehen. Eine Woche, denke ich. Dann sind wir am Berg. Eine Woche. Ein volles Team. Die Reise war beinahe zu Ende. Es war beinahe geschafft. Es gab nur noch so wenig zu klären und bald würden wir Doronamut wieder in diese Welt bringen. Den höchsten aller Götter. Auch wenn ich nach all den Erzählungen hoffte, dass er und Rondo sich nicht allzu schlecht vertragen würden.